Frau Sumburane, einen schönen guten Abend. Ja. Sie sind 2014 aus Leipzig weggezogen. Eigentlich einer offenen, aufstrebenden Stadt. Warum? Weil wir uns dort einfach nicht mehr wohlgefühlt haben. Wir haben uns dort sehr angefeindet gefühlt, vor allem mein Mann. Und ich gemeinsam mit meinem Mann, wir sind beschimpft worden, uns wurde nachgesagt, wir würden stinken. Leute haben vor uns auf die Straße gespuckt, wenn sie an uns vorbeigelaufen sind oder haben direkt die Straßenseite gewechselt. Im Zoo wurde ihm hinterhergerufen, er sei ein Affe, der aus dem Affenhaus abgehauen ist. Und das ist mindestens einmal die Woche passiert und irgendwann ist es einfach anstrengend geworden. Mhm. Als Sie diese Bilder jetzt aus Chemnitz gesehen haben, was ging Ihnen da durch den Kopf? Erstens hat es mich nicht überrascht. Zweitens hat es mir sehr, sehr viel Angst gemacht, weil es wirklich brutale Bilder waren für mich. Hitlergrüße und immer wieder dieses Video, wo dort Menschen gejagt werden. Das jagt mir Angst ein. Und ich habe auch von vielen Freundinnen gehört, die einen Migrationshintergrund haben, die wirklich überlegen, wo ziehen wir denn hin, wenn es schlimmer wird. So weit gehen teilweise die Überlegungen schon. Sie sind mit Ihrer Familie 2014 nach Potsdam gezogen. Können Sie da ein friedliches Leben leben? Zu großen Teilen können wir das. Potsdam ist noch so eine kleine Oase. Ich würde aber Brandenburg aus diesem Rassismusproblem nicht unbedingt ausnehmen. Also ich glaube auch, der NSU zum Beispiel saß ja nicht in Sachsen, sondern in Thüringen. Mecklenburg-Vorpommern ist auch braun. Wenn man da an die Ostsee fahren, dann fährt man da an Deutschlandfahnen vorbei, die da wehen. Wir halten da nicht auf dem Rastplatz. Potsdam ist, wir haben dort eine tolle Nachbarschaft, wir haben dort tolle Freunde, wir fühlen uns dort sehr wohl, aber auch dort ist mittlerweile der Rassismus angekommen. Und auch dort wird man auf der Straße schief angeguckt oder gefragt, ob mein Mann sich das Visum ervögelt hätte, wenn er denn alleine unterwegs ist mit den Kindern. Das ist auch dort schon so. Das erleben Sie in Potsdam.